Ob die Zuschauer wohl wieder einen Vorspann erwarten? Eigentlich will ich doch nur einen Manga lesen. Ich weiß auch nicht. Oder einen Kaffee? Kaffee, ja. Der Vorspann sollte jetzt auch eigentlich durch sein, oder? Jo, let's go. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Wir gehen heute wieder rein in das Einkaufen und zwar für Mai. Da habe ich einige Folgebände und auch neue Bände auf der Liste. Vorab noch eine kleine Information. Ich arbeite derzeit im Hintergrund an neuen Sachen rund um das ganze Projekt hier. Heißt, ich bekomme sehr viel Feedback aus der Community und ich will da noch demnächst neue Ideen nach und nach einfließen lassen in dieses Projekt. Wir haben ja jetzt so nach und nach auch alle Verlage mal interviewt. Da fehlen noch ein paar, die werden wahrscheinlich dann auch noch kommen. Und ja, da kommt noch einiges auf euch zu. Ich habe da auf jeden Fall richtig Bock drauf, hier was Großes aufzubauen. Und ja, wer mich dabei unterstützen möchte, kann gerne ein Abo dalassen. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Ihr habt noch viel zu erwarten hier auf diesem Kanal. Und das wird einfach nur geil. Natürlich, wie immer auch hier, das altbekannte Spiel. Postet doch gerne mal unten in die Kommentare, welche Manga ihr euch im Mai gekauft habt oder werdet ihr eventuell noch kaufen. Das würde mich natürlich wie immer interessieren. Vielleicht ist für mich da auch noch irgendwas Schönes mit dabei, wo ich vielleicht noch in Zukunft dann auch ein Auge drauf werfen mag. Das interessiert mich immer gerne, deshalb postet es doch gerne mal unten rein. Für dieses Video habe ich aber erstmal 24 Manga auf meiner Liste stehen. Ich freue mich schon riesig drauf. Also gehen wir einfach mal rein in den Einkauf. Ich wünsche euch viel Spaß. Fangen wir unseren Einkauf an mit Carlsen und werden dann das Ganze von A bis Z einmal durchgehen. Ultra Verse ist heute leider nicht mit dabei, weil die Manga sind derzeit noch nicht im Laden verfügbar. Aber den Start macht auf jeden Fall Carlsen und ja, das Ding, das muss man einfach kaufen. Es ist Attack on Titan und da kriegen wir Band 32. Ach, nur noch zwei Bände und ich habe es tatsächlich geschafft, mich nicht spoilern zu lassen. Ich habe von mehreren Leuten gehört, nein, ich habe jetzt bei Twitter gelesen das und das, ich habe bei Instagram gelesen das und das, aber ich bin ein bisschen von verschont geblieben. Das gleiche hatte ich ähnlich bei Game of Thrones damals. Da habe ich es auch irgendwie geschafft, mich so ein bisschen spoilerfrei da durchzukämpfen. Ist natürlich jetzt kein Anreiz für euch, mich zu spoilern. Boah, das wäre das Fieseste, was ihr überhaupt machen könntet. Dennoch für mich sehr geil. Band 31 war echt cool, wie der auch geendet ist. Macht mir sehr, sehr viel Spaß und ich bin wirklich gespannt, was da noch so kommt. Die Walze ist ja so nach und nach wirklich ans Laufen gekommen. Ey, was hat Eren vor? Was passiert da? Was ist mit seinen ganzen Freunden und so weiter und so fort? Ich werde darauf jetzt nicht eingehen und euch dann spoilern. Sehr geile Geschichte und ich habe von manchen gehört, sie sind recht zufrieden mit dem Ende. Das hört man von rein selten. Dennoch, ja, muss man mal gucken. Ich mache mir mein eigenes Bild. Ich bin da eigentlich nicht so, wenn das Ende nicht so hundertprozentig geil war. Dennoch, ja, der Weg dahin, der war echt gut und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Deshalb für mich Attack on Titan 32 das erste, was ich auf jeden Fall lesen werde, wenn das Ding bei mir zu Hause ist. Ist für mich ein Must-Buy. Bin auch mal gespannt auf den Schuber, den habe ich selbst noch gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt irgendwo im Internet schon zu sehen gibt. Aber dennoch, ey, geiles Teil, muss ich lesen, habe ich Spaß mit. Als nächstes kommen wir zu einer Reihe, die untypisch für mich ist allgemein, aber dennoch sie großen Anklang findet in der Community. Und ich hatte im letzten Band zweimal Hardcore-Gänsehaut. Das ist unglaublich, das schafft wirklich nur eine Reihe und zwar Blue Giant Supreme. Und da bekommen wir jetzt den fünften Band von Carlsen. Das ist einfach eine gute Reihe. Auch alle, die irgendwie das Ding dann in der Hand hatten, sagen: Hey, das ist was wirklich richtig Gutes. Wer es nicht kennt, es ist ein Jazz-Manga und es ist sozusagen die Reise eines japanischen Jazzmusikers in Deutschland und er will sich sozusagen nach oben den Weg erkämpfen. Richtig cooles Teil, kann ich wirklich nur empfehlen. Ich bekomme da in unterschiedlichen Situationen so hart Gänsehaut, wenn da werden Emotionen gezeigt, da wird die Musik gespielt. Es ist unglaublich, ich habe schon viel zugesagt, habe das Ding auch schon öfters mal empfohlen. Heißt, solltet ihr mal in ein anderes Genre vielleicht abdriften wollen, dann schaut euch das Ganze einfach mal an. Wir bekommen ja Ende des Jahres dann auch noch einmal das Prequel, Blue Giant selbst.
Habe ich auch richtig Bock drauf. Carlsen hat das ja angekündigt. Ich weiß gar nicht, wann das losgeht. Ich glaube September oder so. Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig. Habt ihr aber Bock drauf, werdet da direkt auch reinlesen, wenn ich das Ding zu Hause habe. Das mache ich eigentlich so bei allen Folgebänden. Muss das noch priorisieren. Aber so die Priorität Attack on Titan und Blue Giant Supreme sieht schon ganz gut aus. Coole Reihe, kann ich nur empfehlen. Schaut sie euch mal gerne an, wenn ihr irgendwie ein bisschen was überhabt und wie gesagt mal in was anderes reinschauen wollt. Sehr entspannte Reihe, sehr coole Charakter, sehr coole Zeichnung, kann ich nur empfehlen. Als nächstes kommen wir zu was etwas Untypischen für mich, denn wir gehen in diesen Shoujo-Bereich. Und da habe ich ja nur vereinzelt Reihen, die ich zu Hause hier habe, meistens dann auch von deutschsprachigen Mangaka, aber dennoch jetzt dann auch eine Reihe, die ich mir holen werde, weil sie ist ein sehr, sehr bekanntes Werk und dieses Werk hat eine neue Edition bekommen, und zwar Fruits Basket. Und ich höre da nur extrem Gutes drüber. Also jeder, der irgendwie die Reihe mal selbst gelesen hat oder dergleichen, der hypt das Ding ohne Ende, obwohl man sagen muss, die Zeichnungen, wer da mal reinblättert, die sind nicht schön. Ist natürlich ein sehr altes Werk und so weiter, dann ist das Ganze verständlich. Soll sich nach hinten hin auch noch verbessern. Aber dennoch möchte ich wissen, wieso diese Reihe so einen starken Anklang in der Community findet. Deshalb werde ich mir das Ganze auch holen und ist so mein erster weiterer Step in diesen Shoujo-Bereich. Und ich denke doch, Fruits Basket ebnet da einen guten Weg und ich bin echt gespannt. Soll auch eine ganz coole Edition sein. Ich habe die selbst so noch gar nicht gesehen oder in der Hand gehabt. Bin mal wirklich gespannt, was Carlsen da so rausbringt. Ja, was soll ich dazu sagen? Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Ich habe es noch nicht gelesen oder den Anime gesehen. Aber dennoch für mich dann erstmal ein Werk, was ich ausprobieren werde. Und falls es mir nicht zusagt in den ersten ein, zwei Bänden, da muss ich mir da was überlegen, weil 11 Euro sind natürlich schon eine Hausnummer, aber sind natürlich auch Sammelbände. Aber das auf jeden Fall zu Fruits Basket. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr die Reihe vielleicht schon gesehen habt oder gelesen habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr zu Fruits Basket sagt. Kommen wir zu einer weiteren Reihe, die demnächst abgeschlossen wird, und zwar im August. Und da habe ich auch richtig Bock drauf, die mal zu lesen. Ist auch von einem erstklassigen Mangaka, und zwar von Urasawa. Und da bekommen wir jetzt Monster, den 8. Band der Perfect Edition. Und ja, ich kann da noch nicht so viel zu sagen. Ich habe teilweise damals mal in den Anime reingeschaut, wollte dann immer den Manga haben. Und dann kam Carlsen mit der Perfect Edition. Und dann dachte ich mir, hey, Brown, das Ding musst du unbedingt haben. Wie auch bei 20th Century Boys werde ich das Ding erst lesen, wenn es dann auch bei mir komplett ist. 20th Century Boys hat leider so ein paar Prioritätsprobleme bei mir. Ich schiebe immer komischerweise noch was dazwischen. Hab da die ersten paar Bände schon gelesen, werde die aber nochmal rereaden. Sind aber jetzt gerade bei Monster und da habe ich von noch gar nichts gelesen. Dennoch dann auch die Reihe so nach und nach in meinem Regal. Muss dann auch zusehen, dass ich sie unbedingt gelesen bekomme. Dann muss man das Ding einfach mal durchbingen. Habt ihr auch extrem Bock drauf. Deshalb der 8. Band mit 9 Bänden dann auch abgeschlossen. So nach und nach werden die ganzen Reihen hier abgeschlossen. Finde das eigentlich ganz gut. Wenn man dann wieder Platz für ein paar neuere Sachen hat und so weiter. Es kommt 2021 ein paar echt gute Sachen raus. Und deshalb brauchen wir da auf jeden Fall wieder Platz im Warenkorb. Und ja, wie gesagt, Monster im August abgeschlossen. Werde dann zusehen, dass ich da auch irgendwann meine Priorität drauf lege, dass ich das gelesen bekomme. Wird eine geile Reihe sein. Ich weiß, ihr werdet es auch unten in die Kommentare schreiben. Hey, Brown, du musst Monster lesen. Werde ich tun zu dem Zeitpunkt, wenn ich es dann da habe. Und dann muss es einmal komplett durchgelesen werden. Habe ich richtig Bock drauf. Und das war's zu Monster. Kommen wir als nächstes zu einer Reihe, die, das ist einfach Nostalgie, das habe ich damals als Anime geschaut, das habe ich damals teilweise gelesen und ja, da kommt jetzt der 97. Band raus, eine stolze Zahl für einen stolzen Manga, finde aber, dass es so nach und nach eigentlich mal reichen sollte. Ich bin gespannt, wie weit Oda da noch gehen wird. Es handelt sich natürlich hier um One Piece. Und da kommt jetzt der 97. Band raus und wir haben demnächst die 100 erreicht. Ich bin mal gespannt, was für die 100 dann auch geplant ist hier in Deutschland. Das ist natürlich ein Manga, der läuft bei Carlsen ohne Ende. Und hey, wann ist das Ding eigentlich mal abgeschlossen? Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich glaube, wo war ich bei? War ich denn bei 60 oder so? Irgendwie um den Dreh. Ich habe es
schon verdrängt. Ich weiß gar nicht, wann ich aufgehört habe. Ich brauchte unbedingt eine neue Reihe zu lesen, als ich da damals reingelesen habe. Dennoch eigentlich eine sehr schöne Reihe, leider teilweise manchmal sehr textlastig. Dennoch will ich zu One Piece nichts Schlechtes sagen. Es ist eine souveräne Reihe. Oda hat da sich sehr geile Sachen ausgedacht, in welche Richtung er dieses Worldbuilding macht. Ist natürlich bei 97 Bänden natürlich teilweise klar, dass man dann auch Content braucht, dass man auch viel geschaffen hat und so weiter. Bin gespannt, wie das irgendwann mal alles wieder zusammengeführt wird und wie das ganze Ding dann auch endet. Und er wird dann auch einfach wahrscheinlich in den Ruhestand gehen, würde ich einfach mal behaupten. Und dann ist das Thema für ihn durch. Bin gespannt. Ja, aber derzeit liegt da keine Prio drauf. Ist einfach nur erstmal für die Sammlung. Einen ähnlichen Manga, den wir auch kaufen werden, so wie One Piece, ist eine Reihe, die ich auch irgendwann teilweise ja einfach mal abbrechen musste, weil ich einfach unbedingt was Neues brauchte, ist aber ein sehr, sehr schöner Battle Shonen, und zwar My Hero Academia. Und hier kriegen wir My Hero Academia, kriegen wir den 27. Band, und da versuche ich immer eigentlich die Erstauflage zu bekommen, weil die leuchtet ja so schön. Und deshalb möchte ich die dann auch gerne nach und nach nachkaufen. Muss auch mal wirklich zusehen, dass ich da mal weiter lese. Es gibt ein paar Leute aus der Community, die feiern das Ding extrem. Ja, hat für mich ein bisschen Luft verloren. Bin so mehr in diesem Black Clover-Business. Das habe ich ja auch schon tausendmal erzählt. Da lese ich einfach Black Clover lieber, auch weil mir das ganze Setting mehr zusagt. Auch wenn vielleicht das Ganze, was My Hero Academia bietet, nicht so weit auch in Black Clover drinsteckt. Dennoch für mich eine Priorität mehr auf BC. Lese natürlich dann auch noch so Sachen wie Fire Force und so weiter. Ich habe da ja meine ganzen Battle Shonen, die ich ja so teilweise immer lese. Wenn mir ein paar Reihen davon abgeschlossen sind, werde ich dann auch wieder auf My Hero Academia eingehen. Ja, derzeit ist es einfach nur der Kauf dann auch für die Erstauflage, dass ich das ganze Ding dann auch im Regal stehen habe, dass ich, wenn ich nachts weiß, wenn ich auf Toilette muss und ich weiß, wo ich irgendwie hin muss, dann leuchtet mir sozusagen My Hero Academia den Weg. Ist ein bisschen frech gemeint. Meine ich das so? Kommen wir als nächstes zu einer der wenigen Romance-Reihen, die ich eigentlich in meinem Regal stehen habe. Und diese Reihe habe ich irgendwann angefangen und die ersten Bände extrem verschlungen. Hatte da sehr, sehr viel Spaß dran. Aber was ich gemerkt habe, so in den letzten beiden Bänden, das dreht sich einfach nur noch im Kreis. Und ich hoffe doch, dass das nicht dauerhaft der Fall sein wird. Und worum es geht, um Rental Girlfriend. Und hier bekommen wir jetzt von Carlsen den 8. Band und wie ich gerade schon gesagt habe, Band 5, 6, 7, ja sagen wir 6 und 7, die drehen sich extrem im Kreis und die haben so ein paar Story-Elemente, die im vorigen Band ja sozusagen rausgetönt wurden, irgendwie nicht mehr mit in die Handlung aufgenommen, was mich so ein bisschen traurig gemacht hat. Vielleicht kommt das so nach und nach jetzt wieder, aber dennoch für mich derzeit vielleicht ein schwieriger Stand dieser Reihe. Ich werde auf jeden Fall in den 8. Band reinlesen und dann in einem gelesenen Update einmal mein Feedback dazu abgeben. Ich kann manche ja, Entscheidungen von Katsuya gar nicht verstehen. Ich weiß, Shizuru ist eine ganz süße und so weiter. Dennoch, Katsuya, ja, man muss es ganz einfach sagen, er verkackt es da einfach auf ganzer Linie. Muss da wahrscheinlich auch nicht viel zu sagen, hoffe doch, dass sich das nach und nach noch mit neuen Inhalten und dergleichen irgendwie auflockert. Werd da weiter das Ganze verfolgen, ein paar Leute haben schon ein bisschen weiter gelesen, haben da auch schon ein bisschen mehr Input. Ja, bitte spoilert mich nicht in die Richtung, ich muss da mein eigenes Bild irgendwie so machen, was dann noch passiert. Ich weiß, das ganze Ding, das, ja, das kümmert sich um das Thema Rental Girlfriend, also eine Mietfreundin. Deshalb weiß ich eigentlich auch schon, in welche Richtung das wahrscheinlich weitergehen wird und dass sich das vielleicht öfters mal im Kreis drehen wird. Ja, aber dennoch, ich werde die Reihe weiterlesen, ich werde sie noch weiter eine Chance geben, aber wenn mich das vielleicht so ab Band 9, 10, 11 so nicht mehr so richtig catcht, muss ich dann auch leider die Reißleine ziehen, weil dann ist das für mich nicht mehr so eine Reihe, die ich dann auch gerne kaufen werde, weil ich brauche da neuen Inhalt, weil sonst bleibe ich auch lange Zeit nicht am Ball. Und ja, hier erstmal dann Band 8 von Rental Girlfriend ab in den Warenkorb und damit bin ich erstmal mit meinen Romance-Bänden fein. Kommen wir als nächstes zu einer Neuerscheinung, auf die ich jetzt schon längere Zeit gewartet habe. Ich will unbedingt in diese Reihe reinlesen. Habe ich zwar schon gemacht, aber ich will den Manga haben, der dann natürlich noch eine Ecke weitergeht, wie ich da eigentlich reingelesen habe.
Und der Anfang hat mir sehr gut gefallen und ich bin gespannt, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt und worum es geht. Es geht hier um Zombie 100 oder Zombie 100. Eine Reihe von dem gleichen Mangaka wie Alice in Borderland und da bin ich extrem gespannt drauf. Wer die Reihe nicht kennt oder wer sie im Regal gesehen hat, aber nicht weiß, ob er sie kaufen soll, es geht hier um einen Main Character, der einfach eine neue Arbeitsstelle anfängt und irgendwie merkt er, dass er da einfach nur ausgebeutet wird und so weiter, fühlt sich so ein bisschen wie im Gefängnis und dann kommt komischerweise ein Zombie-Angriff oder eine Zombie-Apokalypse und das reißt ihn dann total aus seinem Job raus. Er geht extrem wieder auf, macht sich dann eine Bucketlist mit unterschiedlichen Sachen, die er sozusagen im Leben noch erleben möchte und dann geht sozusagen diese Reihe los. Hat dadurch natürlich extremes Potenzial. Ich bin mal gespannt, wie sich der Main Character und die ganzen anderen Charakter noch dann in diese Story so einfügen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine sehr abgedrehte Geschichte sein wird. Hat auch einen großen Comedy-Anteil. Bei Comedy habe ich manchmal so meine Probleme. Muss natürlich dann einem auch vielleicht zusagen, aber dennoch so ein bisschen vielleicht Trash, wo man den Kopf vielleicht abschalten kann. Ein bisschen Humor, coole Charaktere, vielleicht coole Ideen, was so diese Bucketlist dann auch angeht. Bin da echt gespannt drauf, hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Schaut euch das ganze Ding mal an, falls ihr auf sowas Bock drauf habt oder wartet einfach mal das Gelesen-Update ab, was ich dann auch zu der Reihe sagen werde, wenn ich den ersten Band gelesen habe. Aber nach einem Band kann man leider noch nicht so viel sagen. Das entwickelt sich ja dann so nach und nach. Dennoch für mich eine Reihe oder ein Neustart, den ich gerne auch in meinem Regal haben möchte. Und ich bin wirklich gespannt und mehr dann im Gelesen-Update. Kommen als nächstes zu einer neuen Reihe, die ich gerne im Regal haben will. Und zu diesem Mangaka hatte ich im letzten Neuerscheinungsvideo schon etwas gesagt. Carlsen bringt da Ende des Jahres bzw. Anfang nächsten Jahres ein paar Werke in einer Neuauflage raus. Einmal Message of Adolf und einmal MW. Und ich möchte einen Fuß in das Tetsuka-Universum stecken. Vielleicht mit einem etwas schwierigen Werk. Es gibt da wahrscheinlich ein paar andere Werke, die man eventuell vorziehen könnte. Aber dennoch für mich, ja, vielleicht sowas, was mich einfach interessiert, was ich einfach mal lesen möchte und es handelt sich hier um Buddha von Tezuka, der auch verantwortlich ist für Astro Boy oder für Dororo, was man wahrscheinlich auch kennt oder ja Kimba, der weiße Löwe und so weiter und so fort und hier werde ich mir auf jeden Fall als erstes Buddha holen. Ist natürlich immer so ein bisschen schwieriger mit den Zeichnungen. Der Mangaka, der hat das Ding geschrieben so zwischen den 70er und 80er Jahren. Und ja, das ist alles so ein bisschen kindlicher gemacht. Das wird ein bisschen kindlicher übermittelt, dieser Buddhismus und so weiter. Habt ihr aber Lust drauf, will mal dieser Reihe eine Chance geben. Ist natürlich stolz, 22,90 Euro für 10 Sammelbände im Hardcover. Dennoch für mich mal ein Schritt in ein neues Universum und in ja einfach mal etwas Neues irgendwie mal wieder lesen zu können. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf und bin gespannt, in welche Richtung das gehen wird. Ein paar Kollegen von mir haben mir eigentlich ein paar andere Sachen empfohlen, wo ich hätte vielleicht mit Kimba anfangen sollen oder vielleicht mit Barbara. Dennoch will ich Buddha hier eine Chance geben und dann nächstes Jahr dann wahrscheinlich mir auch Message of Adolf holen, wenn das hier rauskommt. Hier in Deutschland heißt das, glaube ich, die drei Adolfs. Eine Reihe oder ein Universum, wo ich gerne Fuß fassen würde und ich bin gespannt, in welche Richtung so das Ganze geht. Kann dazu einfach fast noch gar nichts sagen. Ich will da einfach mal selbst meinen Eindruck mir holen, ob Tezuka mir liegt, ob er mir nicht liegt. Der Mangaka ist ja leider schon vor ein paar Jahren verstorben, ja, kann man leider nichts machen, ist natürlich alles schon ein bisschen älter und so weiter, aber sehr epische Werke rausgebracht, das sind sozusagen Legendenwerke und ich will unbedingt mal wissen, was Tezuka so geschaffen hat, Astro Boy kennt man ja soweit und hier dann mit Buddha Fuß in dieses Universum. Bin gespannt, werde aber jetzt auch nicht mehr dazu quatschen, deshalb schaut einfach mal in das Gelesen-Update, wenn ich das Ding gelesen habe. Dann werde ich auf jeden Fall mehr meinen Senf dazu geben. Kommen wir als nächstes zu Kasee und hier zu einer Reihe, die ihr mir damals empfohlen habt. Und da bin ich wirklich glücklich drüber.
dass ich sie mir dann auch geholt habe, denn ich lese da sehr, sehr gerne rein. Und jedem, dem ich die Reihe empfohlen habe, der meint auch, hey, das ist wirklich was für mich. Man hört da teilweise auch sehr wenig irgendwie Schlechtes drüber. Finde die Reihe extrem gut und die hatte im letzten Band einen richtigen Knall gehabt. Und worum es geht, es geht hier um Bright Sun, Dark Shadows. Und ja, was soll ich sagen, die Reihe, die hat mich einfach, die hatte mich ab dem ersten Band, hatte die mich in ihren Bann. Manche Leute haben gesagt, okay, der erste Band war noch ein bisschen schwieriger, aber der zweite Band, da war ich dann auf jeden Fall drin in dem Universum. Und was ich nicht verstehe, Kase hat vor kurzem gesagt, dass diese Reihe komplett unter dem Radar läuft, kann ich nicht verstehen. Ich kann es einfach nicht. Ich finde die echt geil. Ich mag die Charaktere, ich mag die Zeichnungen, ich mag die Handlung, wie die sich nach und nach entwickelt. Cooles Teil, das Ding, das wird auch so nach und nach irgendwie immer brutaler. Finde das echt cool, was da irgendwie so passiert. Wie gesagt, Band 6 hat einen riesen Knall gehabt und ich bin gespannt, wie weit das dann in dieser Story dann auch weiter funktioniert. Ich will da jetzt nicht reinspoilern, um was es ungefähr geht. Weil das macht das Ganze dann ein bisschen schwierig und löst dann natürlich so ein Mystery, also so eine Mystery-Reihe dann auch auf. Schaut da einfach mal rein, falls ihr da irgendwie einen Manga-Slot bei euch gerade im Monat über habt. Könnt ihr auf jeden Fall nicht viel falsch machen, kann es wie gesagt nicht verstehen. Wird auch davon ein Anime geben und die Reihe ist dann auch mit 13 Bänden abgeschlossen. Ist eine sehr, sehr kurze Reihe dann. Habe sozusagen dann auch ein bisschen oder die Hälfte dann auch gesehen, wenn wir dann, oder gelesen, wenn wir dann auch den 7. Band zu Hause haben. Bin gespannt. Also ist für mich ein Must-Read, den ich sofort lesen muss. Werde das Ding auch nicht lange da auf meinem Lesestapel liegen lassen und ich habe da extrem Bock drauf. Bin auch gespannt, in welche Richtung das dann auch noch weitergeht und was die mit diesem Story-Element, was sie haben, dann auch alles bewerkstelligen, so nach und nach. Ich glaube, damit kann man noch einiges machen. Und ja, das auf jeden Fall zu Bright Sun Dark Shadows. Schaut sie euch mal an, falls ihr da Bock drauf habt. Wie gesagt, das hat sie einfach verdient. Kommen wir als nächstes zu meiner Hassliebe. Und jetzt sollte jeder, der schon länger mich verfolgt, wissen, welchen Manga ich meine. Denn es geht jetzt um Jujutsu Kaisen. Und ja, was soll ich zu Jujutsu Kaisen sagen? Es ist und bleibt meine Hassliebe. Und viele sagen immer, Brown, du sollst dranbleiben, Brown, du sollst dranbleiben. Ich werde dranbleiben, weil ich wissen will, wie es weitergeht und ich will den ganzen Hype um die Reihe komplett verstehen, denn das Ding ist einfach richtig krank in Japan unterwegs. Da sind einfach alle Läden, wo irgendwas mit Jujutsu Kaisen steht, komplett ausverkauft. Unglaublich. Und was wir jetzt bekommen sollen, wir fangen jetzt an mit dem Shibuya Incident Arc. Heißt, wir bekommen jetzt den sozusagen den besten Arc von Jujutsu Kaisen laut mehreren Umfragen. Ich bin gespannt. Also ich bin wirklich gespannt. Der soll ja im letzten Kapitel von Band 9 sozusagen anfangen und jetzt mit Band 10 dann halt auch weitergehen. Sich dann über Laufe der Zeit gut weiterentwickeln. Was soll ich dazu sagen? Ich weiß nicht, ob die Story, dadurch, dass die Story sich halt so gut weiterentwickelt, das darüber hinweg tröstet, dass die Zeichnungen manchmal wirklich schwierig für mich sind und dadurch dann auch die Kämpfe schwierig werden, wenn man länger auf Panel gucken muss und gar nicht weiß, was da so passiert. Das ist ja, wie gesagt, bei jedem auch anders. Und ich finde es krass, dass dieser Manga sozusagen die Community extrem spaltet. Heißt, wenn man sich mit ganz vielen Leuten unterhält, haben da ganz viele unterschiedliche Aussagen. Das kenne ich so nicht von anderen Werken. Vielleicht von Demon Slayer genau das Gleiche. Viele, die sehr tief dann auch in diesem Manga-Bereich unterwegs sind, sagen genau das Gleiche wie ich. Aber es gibt dann auch viele, die das Werk dann halt auch feiern. Ist natürlich alles irgendwie subjektiv. Das Setting ist natürlich auch geil. Die Charaktere sind cool und so weiter und so fort. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben, werde gucken, was dieser Shibuya Incident Arc für mich dann auch so bietet. Vielleicht macht es extrem Klick und viele, die mir das dann auch gesagt haben, dass ich so lange dranbleiben soll, haben dann auch gesagt, hey Brown, wenn es dann nicht Klick macht, dann weg damit. Mal schauen, ich weiß noch nicht, werde dann auch in Band 10 reinlesen, hier dann auch mehr dazu in einem gelesenen Update, wenn ich es dann gelesen habe. Bin echt gespannt, worum es dann auch so geht direkt. Der letzte Band, der war eigentlich gegen Ende, war da eigentlich ganz cool, weil da wurde sozusagen der Aufbau gemacht für diesen Arc.
Ja, aber dennoch die altbekannten Probleme für mich und das auf jeden Fall zu Jujutsu Kaisen. Schaut da einfach mal ins Gelesen-Update, wenn ich soweit bin. Kommen wir als nächstes zum Manga-Kult und hier habe ich leider keine Folgebände auf dem Schirm. Dennoch eine Reihe, die ich mir neu anschaffen möchte und das zu einem Mangaka, der so ein unglaubliches Cyberpunk-Werk geschaffen hat, nämlich Blame. Und ich rede hier von Nihei und dem Werk Apo Sims. Ich habe vor kurzem Knights of Sidonia gelesen, auch ein Werk von Nihei, beziehungsweise gibt es ja von Manga-Kult diese Master-Edition, diesen Hardcover-Band, den ersten. Hat mir extrem gefallen, wie auch damals Blame, als ich das gelesen habe. Blame mittlerweile schon das zweite Mal gelesen, werde es auf jeden Fall auch nochmal ein drittes Mal lesen. Da kommt so viel neue Information jedes Mal dazu, wenn man das Werk wieder in die Hand nimmt. Und Knights of Sidonia vielleicht ein bisschen mehr Mainstream, aber dennoch, für mich genau das, was ich einfach haben möchte, wenn es um diesen Bereich Science Fiction, Cyberpunk und so weiter geht. Er hat mir sehr zugesagt, fand es natürlich teilweise manchmal, ja, die Charaktere waren ein bisschen schwierig dargestellt. Das wird wahrscheinlich in anderen Werken genauso sein, wie es bei Blame nämlich auch teilweise manchmal war. Aber schwierig, aber dennoch, hey, Nihei macht so gute Sachen und ich will unbedingt Apo Sims eine Chance geben. Jetzt hatte ich letztens auch mit Schneezy gesprochen, die kennt man auch aus der Discord-Community von uns, hat ja auch mittlerweile auf Instagram einen eigenen Blog. Hab mit ihr gesprochen, sie hat das Ding einfach abends einmal durchgebinged, die ersten 6 Bände, fand das extrem geil, ist natürlich auch wieder hier schwierig ein bisschen von den Zeichnungen, die werden aber nach und nach besser. Und ja, ich werde mir auf jeden Fall die ganze Reihe einmal holen, weil ich da, ja, ich habe auf Nihei einfach Bock. Es ist einfach manchmal so bei mir, dass manche Mangaka so einen Kaufreiz bei mir erzeugen, dass ich da auch unbedingt reinlesen will. Und wenn ich gerade schon in diesem Sidonia-Tunnel bin, dann würde ich eigentlich auch gerne jetzt eigentlich über die Feiertage oder übers Wochenende vielleicht sogar Blame lesen. Habe ich eigentlich echt Bock drauf, aber okay, wenn nächste Woche dann Apo Sims kommt, ja, warum nicht? Also, ich bin da echt gespannt drauf. Deshalb packen wir mal so nach und nach jetzt alle Bände rein. Werde mir auch direkt die ersten 6 Bände holen. Ich glaube, der 7. Band, der kommt erst im Oktober. Heißt, da gibt es dann noch einige Zeit, die dann noch verstreichen muss. Und ich denke aber dennoch, dass ich das kurzfristig dann auch lesen werde. Das wird eine hohe Priorität für mich haben, weil ich bin da einfach gerade drin. Ihr habt es gerade auch gesehen, es gibt zu Apo Sims nochmal eine Full-Color-Version, eine Master-Edition. Der erste Band, 30 Euro, ist natürlich eine Hausnummer, aber okay, Full-Color. Werde ich mir aber nicht holen. Ich weiß auch gar nicht, ob das nur eine spezielle Edition war bei Manga-Kult. Ich habe da gar keinerlei Informationen drüber. Falls ihr da irgendwie mehr wisst, könnt ihr das gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Gibt dann sozusagen nur den ersten Band, der eigentlich 10 Euro kostet, für 30 Euro einmal komplett in Farbe. Werde ich nicht machen, ist auch Hardcover. Dennoch werde ich mir die Reihe einmal so komplett holen, das ganze Ding einmal unterstützen. Denke doch, dass das für mich was ist, weil es geht da so ein bisschen, ja, um eine Bevölkerung, die einen Krieg hatte in im Kerninneren eines Planeten, und diesen Krieg hat sie eigentlich verloren, wurde sozusagen an die Oberfläche geschickt, und dort kämpfen die so ein bisschen ums Überleben, denn sie werden immer noch weiterhin aus diesem Kern angegriffen von Cyborgs oder von, wie man es dann nennt, Puppen. Und ja, mittlerweile ist es so weit gekommen, dass die Bevölkerung außerhalb eine Krankheit abbekommt, und diese Krankheit, die macht sie selber zu diesen Puppen, und da kommt ein ganzer Überlebenskampf an den Start. Ich bin gespannt, worum es da geht. Wie gesagt, Nihei Werke, ich müsste mir auch nochmal Biomega holen. Ich habe da damals mal online reingelesen. Könnte für mich auch einfach nochmal was sein. Das Ganze spielt eigentlich immer so ein bisschen in diesem gleichen Universum wie Blame, Knights of Sidonia und so weiter. Deshalb, ich bin gespannt. Ich muss gucken. Ich kann noch nicht viel dazu sagen. Habe da noch nicht viel zu gelesen. Weiß nur, dass ich da mehrere Empfehlungen bekommen habe. Unter anderem dann auch von Schnee. Danke nochmal für die Empfehlung. Das wird auf jeden Fall einiges für mich sein. Weiß ich auf jeden Fall, weil es einfach Nihei ist. Dennoch gehe ich da ganz neutral an diese Reihe dran, auch wenn es Nihei ist. Mehr dann im Gelesen-Update. Kommen wir als nächstes zu Tokyo Pop, und da gibt es natürlich auch wieder ein paar Sachen, die ich selbst auf dem Schirm habe. Unter anderem natürlich mein Standardwerk. Dazu werde ich auch nicht viel sagen, denn es geht hier um Bleach Extreme. Und hier kommt der 18. Band raus. Ist ein Standardkauf für mich. Jeder, der den Battle Shonen nicht gelesen hat, der hat
in meinen Augen was verpasst. Ist manchmal ein bisschen schwierig, kann ich verstehen, aber dennoch ganz am Anfang zum Start auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Reihe. Gegen Ende hin wird es ein bisschen schwierig vom Power-System, aber dennoch, ich mag die Charaktere, ich mag diese Welt im Allgemeinen und so weiter. Und ich bin auch gespannt, wenn Kubo später noch seine Reihe Burn the Witch weiter vervollständigt. Das ist schon ein geiler Mangaka, der coole Charaktere erschafft und so weiter. Und das ist in Bleach auch sozusagen der Fall. Für mich immer noch meine Top 1 der Big Three, der westlichen, hatte ich ja schon tausendmal gesagt, deshalb werde ich da so weiter auch nichts zu sagen. Standardwerk sollte einfach jeder mal gelesen haben, der Battle Shonen liest, kann man null mit falsch machen und mit dieser Edition auf jeden Fall auch nicht. Preis-Leistung ist hier auf jeden Fall gegeben, schaut es euch einfach mal an, Bleach. Des Weiteren geht es auch weiter mit meinem Lieblings-Battle Shonen derzeit. Und da hatten wir ja vor ein paar Bände vorher hatten wir einen Timeskip und der hat der Reihe nochmal extrem gut getan. Die Reihe wird im Allgemeinen jetzt auch teurer, ich glaube 50 Cent oder dergleichen, werde ich aber dennoch weiterhin sammeln. Hab da extrem Lust drauf, hier von 6,99 € auf 7,50 € wahrscheinlich. Kann sie einfach mal machen. Also ich finde das jetzt auch gar nicht so schlimm, wenn die dann 50 Cent irgendwie mehr kostet. Dennoch für mich eine Reihe, die ich sehr, sehr gerne lese. Ich mag die Charaktere, ich mag die Welt, ich mag das Setting und das für mich derzeit mein Lieblings-Battle-Shonen über allen Battle-Shonen, die ich gerade derzeit so lese. Schöne Reihe. Also ich weiß, dass da ein paar Leute nicht so der Meinung sind, aber Battle-Shonen sind teilweise manchmal schwierig. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, wie man unterschiedliche Settings gut findet. Black Clover ist auf jeden Fall da auf meiner Prioritätenliste weit, weit, weit oben und ich habe da immer Spaß mit und ich werde da auch teilweise oder ich werde da auch die Priorität drauf legen, dass ich das dann auch im Mai direkt gelesen bekomme, wenn der hier liegt. Muss einfach sein. Also es gibt immer so ein paar Folgebände, die werden dann immer direkt durchgelesen und da gehört Black Clover auf jeden Fall mit dazu. Kann sie auch jedem nur empfehlen. Ist natürlich ein bisschen schwierig bei Tokyo Pop manchmal mit diesem Nachdruck und so weiter. Kann ich verstehen, ein paar Leute warten da schon seit Ewigkeiten auf ein paar bestimmte Bände. Ich hoffe, das bessert sich jetzt, wenn diese, ja, die einzelnen Bände dann auch teurer werden. Aber ja, muss man mal schauen. Ist eine schöne Reihe, ich mag sie sehr, sehr gerne. Das auf jeden Fall zu Black Clover und dann mehr auch im Gelesen-Update. Kommen wir nun zu einer Reihe, die nun abgeschlossen ist. Und das hat auch echt lange gedauert, bis jetzt hier auch der achte und letzte Band erscheint. Ich habe da extreme Lust drauf. Das Ganze steht hier noch komplett foliert bei mir im Regal. Dennoch für mich eine Reihe, wo ich unbedingt jetzt dadurch, dass der letzte Band gekommen ist, dann die Priorität nach oben setzen möchte. Und worum es geht, es geht hier um Battle Royale. Und hier bekommen wir den achten Band und damit ist das ganze Ding abgeschlossen. Ist für mich eine Reihe, die ich schon seit längerem irgendwie auf dem Schirm habe. Hat ja auch diese Echtverfilmung bekommen und ja, den habe ich damals sogar geguckt, fand den eigentlich extrem cool. Ich weiß gar nicht, wie rum das jetzt nochmal war, ob von dem Manga es die Echtverfilmung gab oder die Echtverfilmung war sozusagen Vorlage für den Manga. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr hundertprozentig, aber dennoch, ihr werdet mich wahrscheinlich aufklären. Aber dennoch für mich jetzt eine Reihe, die viel Priorität dadurch gekriegt hat, dass jetzt hier auch der achte Band bei Tokyo Pop erschienen ist. Ich werde den auch direkt reinpacken und ich denke doch, das wird mir einfach zusagen, allgemein von diesem Action-Faktor, der Brutalität, die da drin gezeigt wird, plus da ist ja dann auch Edgy-Anteil drin und so weiter. Könnte eine ganz coole Reihe für mich sein, habe schon von einigen gehört, hey Brown, du musst das Ding unbedingt lesen, deshalb habe ich sie dann auch im Regal stehen, bevor das Ding irgendwann dann auch wahrscheinlich vielleicht out of print gehen wird. Wer weiß, die Sammelbände allgemein bei Tokyo Pop, die laufen ja nicht immer so hundertprozentig gut. Aber dennoch für mich eine Reihe, wo ich unbedingt dann reinlesen werde, Priorität nach oben. Und mehr gibt es dann natürlich auch in einem Gelesen-Update. Ich glaube, da ist der Textanteil auch nicht so richtig krass. Da ist ein bisschen mehr Action drin. Ich weiß es aber gar nicht. Aber ich bin gespannt. Ich werde euch auf jeden Fall informieren. Und dann gibt es da auch ein Update in meinem Gelesen-Update. Kommen wir zur letzten Reihe, die ich mir neu bzw. up-to-date kaufen werde. Die Reihe hatte ich eigentlich schon seit längerem auf dem Schirm. Es kommt mal immer aus der Community raus. Hey Brown, wie weit bist du in deinem Kauf für diese Reihe? Ja, was soll ich sagen? Ich habe sie damals in der Banzai gelesen. Da fand ich sie ganz okay. Und mittlerweile bringt ja Tokyo Pop eine Neuauflage dazu raus. Und man muss ganz ehrlich sagen,
Das Cover und der Spine, das macht schon einiges aus, um die Reihe erfolgreich natürlich hier auch nach Deutschland zu bringen. Soll ein neues Ende bekommen haben und worum es geht, ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe, Shaman King, ich habe es glaube ich noch nicht gesagt, aber die meisten wissen wahrscheinlich, wenn ich jetzt darüber gesprochen habe, dass es Shaman King ist. Und hier werde ich mir die nächsten Bände holen und zwar habe ich im Regal stehen 1 bis 4 und ich werde mir jetzt noch holen die letzten 5, 6, 7, 8 und dann bin ich damit sozusagen durch und ja, was soll ich dazu sagen? Also ich bin gespannt, also ich muss mal unbedingt mal wieder reinlesen, wie gesagt, Banzai ist schon Ewigkeiten her, mittlerweile wurde sozusagen auch alles nochmal umgeschrieben, beziehungsweise das Ende wurde umgeschrieben, ich weiß gar nicht, ob der Anfang oder Teile vom Mittelteil auch umgeschrieben wurden, habe mich dahingehend noch nicht informiert, aber das macht dieses Werk dann nochmal natürlich interessant und Battle Shonen kann man immer mal auf dem Schirm haben. Ist eine Reihe, die kann man gut neben Naruto, Bleach und so weiter stellen. Und ich denke doch, ja, damit habe ich dann auch nicht viel falsch gemacht, weil ich höre da auch echt nur Gutes. Und ja, ich denke doch, da werde ich in den ersten Band auf jeden Fall mal reinlesen und schauen, dass das für mich wieder den Nostalgiefaktor macht, den ich damals aus der Banzai habe. Und bin gespannt, wie das ganze Werk dann auch endet und wie es weiter bei Tokyo Pop weiter ankommt. Die Reihe läuft ja extrem gut und deshalb will ich die dahingehend dann auch unterstützen. Und ja, wir sind auf jeden Fall damit erstmal durch mit unserem Einkauf. Ich muss mal gucken, ob diese Liste soweit stimmt. Und vielleicht habe ich ein Band vergessen, ich weiß es nur gar nicht. Ich muss einfach mal schauen. Und ja, ich werde dann auf jeden Fall meinen Warenkorb befüllen und jetzt kommt nochmal ein kleiner Ausblick für Ultraverse. Kommen wir zum Schluss noch zu einem kleinen Ausblick für Ultraverse. Welche Manga werde ich mich hier holen? Leider waren diese im Comicladen noch nicht vorhanden, sodass wir die leider noch nicht einkaufen konnten, weil Ultraverse diesen Monat ein bisschen später erscheint. Ja, ich habe auf jeden Fall auf die Reihen, die kommen, extrem Bock drauf. Und hier in der ersten Reihe sehen wir Ado, den zweiten Band. Ist für mich einfach ein Must-Buy. Da hatte Ultraverse ein sehr gutes Händchen bei dieser jungen Lizenz. Fand den ersten Band und alle, die den ersten Band eigentlich gelesen haben, habe ich irgendeine negative Stimme gehört? Ich glaube nicht. Sehr schönes Cyberpunk-Werk. Allein die Panelaufteilung, wie manche Szenen dargestellt wurden und so weiter. Ich habe manchmal gedacht, ich wäre in einem Anime, weil das alles so extrem dynamisch dargestellt wurde. Und die Charakterbeziehung der beiden Main-Character auch extrem cool. Der Bösewicht, den wir hier auf dem Cover sehen. Der Antagonist, richtig, richtig cool, bin gespannt, ein harter Cliffhanger am Ende gehabt und eine Freundin hat mir gestern sogar noch geschrieben, sie hat jetzt Ado Band 1 gelesen und findet das Teil mega geil. Ich kann es auch nur sagen, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Band, das hat mir so viel gegeben, sehr viele Flashbacks drin, sehr viel Hintergrundstory, alles auf 280 Seiten, dass das der Mangaka so geschafft hat, unglaublich, echt coole Lizenz. Werde ich mir auf jeden Fall den zweiten Band holen und ich hoffe, der geht genauso stark weiter, wie Band 1 dann auch aufgehört hat. Des Weiteren kommt von der lieben Sozan Josh-kun Green Garden der dritte Band, ein Shoujo-Werk, was ich von ihr sammle. Muss man ganz ehrlich sagen, Sozan mega talentiert. Ich mag ihre Zeichnung, ich mag ihre Denkweise für ein Shoujo-Werk und da hat sie eine echt coole... coole Marke geschaffen, wird ja mit 4 Bänden abgeschlossen sein und ich wünsche damit auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Gerne könnt ihr euch nochmal mein The Manga mit ihr anschauen. Sehr coole Frau, sehr cooles Werk, kann ich auch einfach nur empfehlen, wenn ihr Shoujo-Leser seid. Kann ich leider nicht so hundertprozentig immer sagen, weil ich bin jetzt nicht so der Mega-Shoujo, also in diesem Shoujo-Bereich so drin. Aber das so, was ich gelesen habe und was es an Mehrwert bietet für die Shoujo-Community, ist auf jeden Fall echt cool. Und da sollte sie auf jeden Fall am Ball bleiben. Und ich bin auch mal gespannt, wenn sie ihren vierten Band rausgebracht hat, wie es dann halt auch weitergeht mit ihr. Für sie auch irgendwann mal auf einer Messe zu sehen. Ich werde sie einfach des Todes ausquatschen. Habe ich ja zu The Manga auch schon, aber da noch mehr. Und vielleicht gehen wir zu meinem Trinken, mal gucken. Susan? So, zum Schluss noch, kurze Ablenkung, gehen wir zu Solo Leveling und hier kommt der vierte Band des Webtoons raus. Auch eine Lizenz, die ich abgrundtief feiere. Ich hatte ja mit Jo gesprochen von Ultraverse und er sagt, ja, ist so ein bisschen auch das Aushängeschild so ein bisschen von Ultraverse. Die Lizenz läuft echt gut, wenn man sich wahrscheinlich jetzt auch irgendwie Amazon Bestseller oder dergleichen anguckt, ist wahrscheinlich
Solo-Leveling auch wahrscheinlich Top 10 in den Vorbestellungen. Die Reihe, die geht so krass durch die Decke. Werd mir dann da auch den vierten Band holen. Erinnert mich immer an meine MMO-Zeit zurück. Sehr cooles Werk, muss ich auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Werd da auch direkt reinlesen, wenn er da ist. Kann ja natürlich jetzt den Einkauf, den ich jetzt gerade mit euch getätigt habe, werde ich auf jeden Fall durchlesen. Und dann, wenn Solo-Leveling kommt, werde ich da auch direkt reinlesen. Bin gespannt. Coole Lizenzen diesen Monat, muss man ganz ehrlich sagen. Coole Folgebände. Ja, das war es auf jeden Fall zu dem Ausblick zu Ultraverse und mehr dann auch hier in einem gelesenen Update. Das war das Einkaufen-Video für Mai. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß, konntet euch ein paar Empfehlungen mitnehmen oder ein paar kleine Einblicke zu manchen Reihen bekommen. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf meinen Einkauf. Da sind ein paar echt coole Folgebänder mit dabei. Mehr gibt es dann natürlich im gelesenen Update. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal viel Spaß, einen schönen Tag und wir sehen uns in einem anderen Video. Und vergesst den Daumen nicht. Bis dahin, alles Gute, euer Brown. Ciao, ciao.